Hi und herzlich willkommen zu einem neuen, ganz besonderen Video von mir. Und zwar gibt es heute meinen Jahresrückblick 2021 und meine Ziele und Motivation für das Jahr 2022. Ja, ich freue mich schon total auf das Video, weil das für mich einfach auch voll schön ist, nochmal so die Monate Revue passieren zu lassen. Und ja, ich auch schon viele Ziele für das Jahr 2022 habe und dachte, ich nehme euch da einfach mal mit. Starten wir direkt mit dem Monat Januar und ich kann mich noch sehr gut zurückerinnern, dass ich da das allererste Video vor der Kamera gemacht habe, wo ich gesprochen habe. Da habe ich so Fakten über mich erzählt und das war für mich super, super komisch, weil ich kann euch hierzu auch mal erzählen, wie dieses ganze YouTube-Ding bei mir überhaupt entstanden ist. Und zwar gab es da den Daniel und die Freundin Tuba, also auch eine Freundin von uns. Und die meinten, boah, die Lia, die muss unbedingt einen YouTube-Kanal mit so Workouts und so machen. Das wird richtig krass ankommen. Und ich war so, nee, so YouTube, ich mache ja schon Instagram und das ist mir dann alles zu viel. Und vor der Kamera reden will ich auf gar keinen Fall. Und dann meinten die so, ja, okay. Dann machen wir einfach nur Workouts und du musst nicht reden vor der Kamera. Und der Daniel hat die Videos für mich auch am Anfang geschnitten, deswegen sahen die auch so gut aus. Und jetzt schneide ich meine Videos halt selber und ich muss das halt erstmal alles noch lernen. Und ja, so ist es entstanden. Und sie haben mich dann auch Lia Lee genannt. Lee ist nämlich eigentlich gar nicht mein Nachname, aber die meinten, oh ja, das klingt cool. Und deswegen heiße ich jetzt so. Und in diesem Januar habe ich dann halt das erste Video gemacht, wo ich wirklich vor der Kamera gesprochen habe. Weiter geht's mit dem Monat Februar. Ich weiß, dass der Februar mitten im Lockdown lag, dass ich sehr viele Homeworkouts gemacht habe, dass ich auch etwas deprimiert war in dieser Zeit, weil es halt einfach echt hart war, sich die ganze Zeit so zu Hause zu motivieren und nicht ins Gym gehen zu können. Deswegen habe ich den Februar jetzt nicht so super in Erinnerung. Ich weiß aber noch, dass ich im Februar mich auch sehr auf Instagram noch konzentriert habe, dass ich halt da super viel hochgeladen habe und dachte, okay, ich fokussiere mich jetzt halt so ein bisschen darauf, dass ich den Leuten halt auch Möglichkeiten gebe, zu Hause zu trainieren und habe da dann halt auch so Homeworkouts und sowas abgefilmt. Im März kam dann so langsam der Frühling. Ich bin ja so voll der Sommermensch und habe mich natürlich gefreut, dass es was wärmer wurde. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich im März dann das allererste Mal Freiwasserschwimmen bei einer Kälte gegangen bin, weil das Wasser war halt noch ultra kalt vom Winter. Und dann war ich da das erste Mal so Freiwasserschwimmen, da habe ich euch ja auch mit dem Video mitgenommen. Und ansonsten erinnere ich mich im März auch noch daran, dass ich das erste Mal mir Bitcoin gekauft habe tatsächlich. Ja, das war im März. Ja, im April hatten die Gyms dann noch immer zu und ich weiß noch, ich hatte mir eine Woche Urlaub genommen im April von der Arbeit und ich war super depri, weil das Wetter war schlecht. Alles hatte zu, ich konnte nicht schwimmen gehen, nicht ins Fitnessstudio gehen, gar nichts machen. Und ja, da hatte ich dann so ein bisschen was am Haus gemacht, weil wir ja umgezogen waren im Ende Jahr 2020 und war relativ traurig so zu dieser Zeit. Aber wir hatten dann auch noch einen Tagesausflug in die Eifel gemacht und das war eigentlich ganz schön. Das war dann so mein Highlight im April. Leute, 31. Mai 2021 war ich das erste Mal wieder trainieren. Die Gyms hatten wieder auf und das war für mich so voll der Lichtblick und einfach Hammer. Oh mein Gott, der Tag ist endlich gekommen. Ich kann wieder ins Fitnessstudio trainieren gehen, Leute. Ich realisiere das noch gar nicht, das ist einfach so krass. Und da nehme ich euch heute mit bei meinem allerersten Training im Gym nach fast 8 Monaten. Übrigens, was ich euch jetzt hierzu auch noch erzählen muss, im Lockdown ist mir die Idee gekommen, als Bikini-Athletin auf die Bühne zu gehen. Das war nämlich so, dass ich halt gemerkt habe, so, boah, du hast so Bock zu trainieren und du kannst nicht richtig trainieren. Und wenn alles wieder aufhört, dann werde ich einfach alles geben und das Beste, was geht, aus mir rausholen. Und das war so diese Motivation, wie ich dann auch wieder ins Gym gegangen bin. Also ich war motivierter denn je zuvor und habe halt erstmal dann mein eigenes Training so durchgezogen. Und dann kommen wir später dazu, wie es dann losging, dass ich mir einen Coach gesucht habe.
Ja, der Juni war eigentlich ein ganz schöner Urlaub. Da konnte ich dann nämlich das erste Mal wieder essen gehen, mich mit Freunden treffen. Ich habe auch meine erste Impfung bekommen im Juni. Und dadurch war ich halt in diesem Monat eigentlich wieder ganz gut drauf, weil ich halt auch ein Mensch war, dem halt soziale Kontakte extrem gefehlt haben. Vor allem, weil ich auch noch eine Zeit lang im Homeoffice war. Und ja, das war halt nicht so meins. Also ich bin immer gerne zur Arbeit gegangen und bin unter Leute gegangen und so. Das hat mir halt total gefehlt. Aber jetzt die zweite Jahreshälfte wird auf jeden Fall besser. Im Juli hatte ich dann meinen ersten Coaching-Termin zur Wettkampfvorbereitung. Ich habe es ja gerade schon mal ein bisschen angedeutet. Ja, und wie ich da dann drauf gekommen bin, also wen ich mir da suche und so, erzähle ich euch jetzt. Und zwar wusste ich, dass wir im Gym bei uns die Ramona haben, die da auch trainiert. Und die war halt so die einzige Person, wo ich wusste, okay, die macht Bodybuilding-Wettkämpfe. Und dann habe ich sie halt mal auf Instagram gesucht und ja, dann halt gefunden und gesehen, dass sie halt auch coacht. Und dann dachte ich so, okay, krass, Lia, du musst sie jetzt ansprechen und einfach mal fragen, ja, ob sie noch eine Athletin aufnimmt, weil für mich war halt so klar, dass ich halt super fände, eine Frau zu haben als Coach, weil sie sich halt nochmal viel besser dann in mich hineinversetzen kann und halt auch so Dinge wie, dass die Periode ausbleiben kann beim Bodybuilding und so, besser verstehen kann als jetzt ein Mann. Und die Ramona macht das halt schon seit 30 Jahren und deswegen dachte ich, bin ich da auf jeden Fall an der besten Adresse. Dann habe ich meinen Mut zusammengenommen und habe sie angesprochen und ja, sie war sofort dabei und hat gesagt, klar, lass uns einen Termin machen zur ersten Beratung und ich war super aufgeregt, aber das war echt total cool und ja, so ging dieses ganze Bodybuilding-Thema bei mir los. Ansonsten erinnere ich mich im Juli auch noch daran, dass mein Auto einen Motorschaden hatte und liegen geblieben ist in Köln, das weiß ich auch noch ganz genau. Und ich dann im Juli auch so dieses ganze Ding organisieren musste, neues Auto, Auto verkaufen. Aber es hat im Endeffekt alles super gut geklappt. Also das hat mir nochmal so gezeigt, wie man einfach alles schaffen kann. Und dann ging es halt weiter im August und ich weiß noch, dass das im Juli auch schon losging und August, dass ich auch zum ersten Mal auf der Arbeit so ein größeres Projekt hatte, weil ich ja den Maschinenbautechniker mache und halt auch schon so ein bisschen drauf vorbereitet wurde, wie meine Arbeit als Technikerin dann später aussieht und da war ich dann relativ froh, also es hat alles gut geklappt und so, aber als ich dann auch im August in Urlaub gehen konnte, weil ich halt auch so gemerkt habe, boah, jetzt musste mal ein bisschen frei haben, weil ich hatte halt nur im April die eine Woche Urlaub bisher dieses Jahr und genau, dann im August sind wir nach Texel gefahren und das tat auch nochmal einfach total gut, also einfach so ein bisschen abschalten zu können. Ich liebe ja das Meer über alles und einfach am Meer zu sein. Ich bin da ja auch surfen gegangen. Das war für mich auf jeden Fall auch eine Zeit, die ich richtig schön in Erinnerung habe. Ja, im September ging dann eigentlich alles wieder recht schnell los, dass wieder viel mit Arbeit, Techniker und so weiter war, weil ich da dann in meine praktische Abschlussprüfung gestartet bin. Das heißt, es war ja sowas in der Art wie eine Bachelorarbeit, die ich dann halt in der Abendschule gemacht habe, neben meiner Arbeit. Aber ich wusste, okay, das ziehst du jetzt durch und im Oktober hatte ich dann wieder 2 Wochen Urlaub. Deswegen habe ich im September halt, was das angeht, wirklich viel gemacht. Ansonsten erinnere ich mich auch, dass da noch mein Outdoor-Wettkampf war, was auch nochmal total schön war, weil ihr vielleicht wisst, dass ich aus dem Schwimmen komme und da nochmal so ein Outdoor-Wettkampf hatte und das hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Der Oktober war auf jeden Fall auch ein schöner Monat. Da bin ich dann 23 geworden am 6. Oktober und da sind wir dann noch nach Frankfurt gefahren. Da habe ich auch ein Video drüber gedreht zu so einem Hitze-Beat-Treffen, also mit einem Outdoor-Workout und so. Das war echt cool, da war auch noch richtig, richtig gutes Wetter. Und kurz danach sind wir dann nach Leogang gefahren, also auch nochmal in Urlaub für den Daniel halt zum Fahrradfahren und ich bin da auch richtig schön wandern gegangen und so. Und ich erinnere mich noch, ja, wie gut es auch tat, da dann einfach mal so alleine wandern zu gehen und ja, so ein bisschen die Zeit, sich selbst zu reflektieren auch. Und grundsätzlich kann ich auch sagen, dass ich so krass einfach gewachsen bin in diesem Jahr. Also so durch diesen ganzen Lockdown-Kram, dann das mit der Wettkampfvorbereitung, dann mit YouTube hier jetzt auch vor der Kamera zu reden.
dadurch bin ich auch nochmal viel selbstbewusster und alles geworden. Und ja, das halt so zu sehen, so meine Entwicklung, das war dann schon auf jeden Fall sehr cool. Ja, der November war dann wieder auch so ein Arbeitsmonat. Da hatte ich dann nämlich meine Abschlusspräsentation vom Techniker, wo wir uns darauf vorbereitet haben. Konnte dann auch mit glücklich sagen, dass ich da ja die 1,3 erreicht habe und auf jeden Fall zufrieden damit war. Und ansonsten habe ich auf YouTube auch noch meine 500 Abos erreicht im November. Ich mich auch sehr, sehr drüber gefreut. Und da kommen wir auch später nochmal zu meinen Zielen fürs Jahr 2022. Jetzt sind wir schon im Dezember angekommen. Und im Dezember ist jetzt nicht so wahnsinnig viel passiert. Aber ich habe auch nochmal so ein bisschen über das Jahr nachgedacht. Und was halt auf jeden Fall krass ist, ich wohne jetzt im Dezember genau ein Jahr, bin ich ausgezogen. Also ich bin 15. Dezember 2020 ungefähr ausgezogen von zu Hause. Und das war halt auch nochmal einfach so ein Step, wo ich dann nochmal, ja, krass mich weiterentwickelt habe. Also so eigenes Haushalt zu haben und alles selbstständig zu regeln. Das war dann auch so ein Moment, wo ich so dachte, boah, da kannst du schon stolz auf dich sein, was jetzt alles in diesem Jahr passiert ist und was du so alles gemeistert hast und so. Ich bin halt übelst hyped auf das nächste Jahr, dass ich euch da auf meinem ganzen Weg mitnehmen kann, euch zeigen kann, dass alles möglich ist, was ihr euch erträumt. Wichtig ist halt einfach, dass ihr daran glaubt und dass ihr gewisse Ziele habt. Und deswegen würde ich euch tatsächlich auch empfehlen, zu verschiedenen Lebensbereichen aufzuschreiben, was ihr im Jahr 2022 erreichen wollt. Um das halt auch klar zu definieren. Ich werde euch jetzt mal meine Sachen sagen. Dann könnt ihr vielleicht, wenn ihr das hört, auch so ein bisschen für euch selbst überlegen. Und zwar jetzt bezogen auf Berufliches. Möchte ich 2022 meinen Maschinenbautechniker mit mindestens 2,0 abschließen. Ja, das ist schon nicht so easy, das Ziel, aber die Ziele sollten ja auch einen gewissen Anspruch haben. Und ich weiß jetzt, dass ich praktisch schon mal eine 1,3 habe. Schriftlich wird natürlich nochmal eine andere Nummer, weil da der Stoff von den letzten 4 Jahren halt in der Prüfung drankommt. Aber ich werde mein Bestes geben. Dann werde ich auch Anfang Juni wird das dann sein, wenn ich mit den Prüfungen fertig bin, eine Stelle als Maschinenbautechnikerin in der Konstruktion haben, wo ich happy mit bin. Und das ist dann auch nochmal so ein Ziel, was daraus folgt, also mit dem Techniker. Und wenn ich das fertig habe, dann kann ich mich einfach zu 100% auf das Bodybuilding konzentrieren. Weil ich dann ja nur noch 40 Stunden arbeite, nach der Arbeit und am Wochenende frei habe, ist es für mich natürlich auch nochmal einfacher, dann zu sagen, ich gehe jetzt in eine Diät, ich mache jetzt halt auch Cardio neben meinem Krafttraining und da werdet ihr mich ja natürlich dann begleiten, weil da kommen wir auch schon zum sportlichen Ziel. Ja, ich werde 2022 zum ersten Mal auf der Bühne stehen, das habe ich fest als Ziel im Kopf. Und ich freue mich einfach mega krass darauf und werde euch natürlich auf dem Weg mitnehmen. Ein weiteres Ziel von mir auf YouTube bezogen ist es, die 1000 Abos zu erreichen im Jahr 2022. Ich denke, das ist realistisch, weil ich ja jetzt in diesem Jahr die 500 erreicht habe. Und wenn ich jetzt noch ein Jahr Zeit habe, hoffe ich sehr, dass ich das im Jahr 2022 schaffen werde. Ja, und mein letztes Ziel, wo ihr sehr gespannt drauf sein könnt, ist es, ein eigenes Produkt rauszubringen. Davon träume ich schon länger und ich habe jetzt mal mir vorgenommen, in meinem Urlaub, also jetzt auch zwischen Weihnachten und Neujahr, damit anzufangen und halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ja, jetzt kommen wir auch schon zum Ende vom Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat, dass ihr mich auch nochmal persönlich ein bisschen besser kennenlernen konntet über den Jahresrückblick und ich freue mich mega auf das neue Jahr mit euch. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und sage bis 2022, eure Lia.